So, dann der Bastelzeit. Und heute gucken wir mal auf ein Thema, was euch früher oder später begegnen wird, wenn ihr irgendwas mit Mikrocontrollern macht und was eingeben wollt. Nämlich, ja, Taster. Ich meine, klar, die meisten von euch werden schon mal irgendeine Form von Taster oder Schalter angeschlossen haben. Einfach ein Schließer, der entsprechend dann was schaltet. Aber nicht immer ist einer genug. Und wenn es mehrere sind, dann reden wir von Keypads oder Keymatrix-Dingern. Da gibt es zwei wichtige Ebenen, wo die sich unterscheiden. Wir gucken uns heute beide Ebenen an und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der ersten Ebene an, nämlich was für Arten von Tastern gibt es überhaupt. Da gibt es natürlich unzählige, ich mache jetzt nur mal so die wichtigsten und fangen wir mit dem Klassiker an. Ein ganz normales Tastenpanel mit Hardware-Tasten, das sind so im Prinzip dieselben Dinger, die ihr auch einzeln verbaut. Das heißt, wenn wir hier mal eine Kappe abmachen, dann sehen wir, da ist nichts anderes drin. Außer so ein Taster. In dem Fall hier ein bisschen größer, aber passt schon. Mechanische Taster sind jetzt aber eventuell nicht immer so tolle, weil teuer, weil schwer zu löten, etc. etc. Da gibt es dann etwas, was technisch ähnlich ist, aber einfacher herzustellen und eventuell auch was günstiger. Und das sind sowas hier, Folientastaturen. Das ist im Prinzip eine flexible Folie, wie ein Flex-PCB. Das ist also nichts Starres. Und was hier drauf ist, das sind zwei oder drei Schichten. In hier den Fällen ist es üblicherweise einfach nur ein Flex-PCB. Wir haben entsprechend Leiterbahnen dann da drauf. Wir haben in der Mitte einen Punkt, außen ein paar Ecken. Und was wir machen müssen, ist die Ecken und die Punkte zu verbinden. Dafür ist ein Metal Dome darüber, also im Prinzip ein kleiner, halbrunder Metalldings, der sich dann eindrücken lässt und so den Kontakt herstellt. Darüber nochmal hier ein entsprechender Aufkleber mit der Beschriftung. So, ebenfalls mechanisch. Wer es gar nicht mechanisch haben will, heutzutage ist ja alles Touch. Das geht natürlich auch so. Das sind entsprechende Touch-Keypads. Hier einfach nur ein paar Flächen, die als Leiterbahn ausgelegt sind oder größere Kupferflächen. Die sind nicht direkt berührbar, aber dadurch, dass der Finger in der Nähe ist, gibt es da kapazitive Effekte und dann gibt es einen IC, der kümmert sich darum, die zu erkennen. Das sind so die drei gängigsten Methoden, wie man einen Taster realisieren kann. Und diese drei Module haben auch direkt unterschiedliche Varianten, wie man das Ganze an einen Mikrocontroller oder was auch immer ihr hinten dran habt, weiterleiten kann. Die klassische Variante kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Wir holen einen Taster, klemmen den an ein GPIO und ziehen dann entweder nach oben oder nach unten durch Tastendruck. Kann man mit ein paar Tastern machen, sobald es mehr werden, ist das natürlich unschön. Gerade hier, wenn wir gucken, das sind jeweils 16 Tasten, also 16 GPIO-Pins. Das ist eventuell nicht so toll. Die klassische Methode, die hat dann das Pad hier. Das ist nämlich eine Matrix. Das heißt also, wir haben hier vier Adern, die auf die vier Linien gehen. Das heißt, bei hier dieser Reihe ist jeweils ein Pol verbunden und geht hier auf einen von denen. Und die anderen vier Leitungen, die verbinden dann entsprechend in diese Richtung. Wie funktioniert das dann? Naja, wir gehen durch und geben immer kurz auf eine von den vier ersten Leitungen Strom. Und dann gucken wir, was hier auf den letzten vier Leitungen rauskommt. Das heißt, wenn wir hier den drücken, die 5 in dem Fall, dann würden wir durchgehen. Wir geben erst auf die erste Leitung hier oben Strom. Es würde nirgendwo auf den letzten vier Leitungen etwas zurückkommen. Geben auf das zweite Strom, also auf diese Linie. Jetzt würde hier auf den zweiten für diese Spalte entsprechend Strom zurückkommen. Dritter kommt nichts zurück, vierter kommt nichts zurück und daher wissen wir, wir haben die 5 gedrückt. Das Ganze machen wir dann jetzt natürlich auch mal mit einem Mikrocontroller. Ich hole hier einen einfachen STM32 Arduino-Programmierung. Sollte mit so ziemlich allem gehen, was Arduino unterstützt. Also fangen wir mal an, das Ding anzuschließen. Ich habe hier so einen Bluepill STM32, ist egal, ist ein Arduino-kompatibles System. Und was wir brauchen, sind 8 GPIOs. Und das Praktische ist A7, A6, A5, A4, A3, A2, A0. Ja, das klingt doch gut. Das heißt, wir nehmen einfach hier mal die Reihe und schließen den direkt an. Dann muss ich ja nicht mit Kabel rumhantieren. So haben wir alles am Stück. Boah. Anschluss war's schon, gehen wir rüber zum PC und machen dafür ein bisschen Software. Für den Code benutze ich hier die Keypad Library. Ich meine, es per Hand zu schreiben geht jetzt auch relativ einfach, aber hey, wenn es schon jemand gemacht hat, übernehmen wir das doch einfach. Braucht relativ viel Konfiguration am Anfang, das ist etwas verwirrend. Wir müssen sagen, wie viele Reihen und Spalten wir haben. Hier 4 Reihen, 4 Spalten.
Dann geben wir vor, wie das Layout ist. Das heißt, oben links haben wir Taste 1, dann Taste 2, Taste 3, Taste 4. Stimmt jetzt nicht ganz. Wir könnten hier natürlich auch hingehen und sagen, okay, das ist die Taste, die Taste A. Das heißt, so können wir da auch da Buchstaben zuweisen und dann genau am Schluss wissen, was wo ist. Ich habe es jetzt extra mal bei den Zahlen gelassen. Warum, sehen wir gleich. Dann legen wir noch fest, welche Pins wo dran sind. Ich hatte eben hier angeschlossen an A0 bis A7. Die ersten vier sind die Reihen, die nächsten vier sind die Spalten. Wenn es nicht stimmt, drehen wir halt den Stecker rum. Das geht schon irgendwie. Und zuletzt gehen wir hin und sagen hier diese Zeile, die man sich schön aus dem Exempel rauskopieren kann. Da steht das ja alles schon fertig drin. Beim Code gibt es nicht ganz so viel. Wir gehen erstmal im Setup hin und sagen, wir wollen die LED benutzen, schalten die aus und haben dann hier eine Blink-Funktion. Die Blink-Funktion, die geht einfach nur hin und lässt die LED blinken und zwar x-mal. In dem Fall hier blinkt sie also viermal. Das war einfach nur, um zu testen, dass es geht. Und in der Loop gehen wir regelmäßig dann hin. Gucken nach, was kommt hier vom Keypad zurück. Das ist in unserem Fall also entweder eine 0, wenn nichts ist, oder eine von hier den Zahlen, also eine Zahl zwischen 1 und 16, wenn was gedrückt wurde. Und wenn was gedrückt wurde, dann lassen wir die LED, die interne, so oft halt blinken. Klingt überschaubar, spielen wir mal drauf und gucken, ob es auch funktioniert. So, dann schalten wir das Ding mal an. Dann müsste er viermal blinken und 1, 2, 3, 4, jo, kommt hin. Wenn wir jetzt richtig angeschlossen haben, müsste der hier einmal blinken, jupp, dreimal blinken, jupp, und hier 16 mal blinken. Ich glaube, das kommt so hin. Also hier die Tastatur ist schon mal so einsatzfähig. Könnten wir jetzt natürlich dann entsprechend mit If-Abfragen gucken, was gedrückt wurde und entsprechend darauf reagieren. Also beispielsweise da eine PIN-Eingabe oder sowas machen. Die nächste Variante, das ist das hier, dieses Touchpanel, und das hat einen digitalen Ausgang, das heißt hier oben, auch wenn wir eine Menge mehr haben, wir haben im Prinzip VCC, GND und dann die üblichen SCL und SDO in dem Fall hier, also ein I2C Interface, und so können wir dann digital mit dem hier kommunizieren und abfragen, was ist denn gerade gedrückt. Klingt gut, klingt aber auch so, als ob wir eine Library speziell für den Chip brauchen, da müssen wir natürlich gucken. Also gehen wir mal wieder rüber zum PC. Für den Anschluss hier brauchen wir, wie gesagt, vier Drähte. Wir haben VCC, wir haben GND, dann SCL und SDO, wobei SDO eigentlich SDA heißen müsste, Serial Data. Aber der hier wohl nur Output, wundert mich so ein bisschen. Was hier noch dazu kommt, man muss das Ding ein bisschen konfigurieren. Und zwar hier oben, da sind solche Konfigurationsdinger. Da müssen Jumper gesetzt werden, wenn wir I2C wollen. In meinem Fall ist das ein bisschen nervig, weil hier war gar nichts dabei. Hier waren weder hier solche Pinheader dabei, noch war ein Jumper dabei oder irgendwas. Im Zweifelsfall muss man eine Drahtbrücke oder so drüber machen. Die eine Möglichkeit, das zu konfigurieren, das ist das, was ich hier habe. Beim unteren, der dritte von links, die beiden verbinden. Das sorgt dafür, dass das Ding im 16-Button-Modus läuft. Das heißt also, wir können einen von diesen 16 jeweils lesen. Also genau das, was wir wollen. Es gibt noch einen zweiten Modus, der könnte interessant sein, wenn ihr komplexere Sachen machen wollt. Dazu fällt der weg und stattdessen wird jeweils hier der letzte, also unten der letzte und oben der letzte verbunden. In dem Fall ist das Ding im Multi-Key-Modus. Das heißt also, es funktionieren auch alle 16 Knöpfe per I2C. Allerdings wird es ein bisschen anders abgefragt und dadurch hat man die Möglichkeit zu erkennen, wenn mehrere gleichzeitig gedrückt wurden, und kann entsprechend alle Tastendrücke da rausholen. Wenn ihr also eine Anwendung habt, wo auch mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden sollen, könnt ihr das einstellen. Ich bleibe beim Single-Button-Mode. Meine Wurstfinger drücken eh am Ende mehrere. Und ja, gucken wir dann so. Das Ganze, wie gesagt, muss angeschlossen werden. Bei GPIO ist das Ding relativ genügsam. Wir gehen einfach hier mit VCC und Ground auf, in dem Fall hier 3,3 Volt und Ground. Und für SCL und SDO nutzen wir einfach beliebige Pins. Ich habe hier wieder A0 und A1 genutzt. Das ist egal welche, der nutzt einfach Digital Read und Digital Write. Also wir müssen keine I2C-Pins verwenden. Für das I2C-Modul ist es natürlich recht wichtig, was denn da drauf verbaut ist. In dem Fall hier haben wir den 8229 BSF. Das ist ein 16-Channel-Touch-Controller. Oh Wunder, wir haben 16-Channel mit Touch. Das Ganze müsste kompatibel sein zum TTP-229. Auf Softwareseite, da nutze ich die Library TTP-229 von Arduino 12. Die Benutzung ist dann relativ einfach. Wir inkluden das Ganze. Stört euch nicht am Ordner, das Ding ist nicht ganz Platform.io kompatibel, daher kommt das.
Wir geben die Pins vor, wo ist SCL, wo ist SDO, nutzen das dann hier entsprechend und der Rest ist relativ gleich. Wir haben hier unsere Blinkfunktion, wir haben unser viermal blinken und da. Für uns interessant nur die Loop hier unten. Wir sagen ihm, lies bitte die Taste, das ist in meinem Fall Read Key 16. Wenn etwas gedrückt wird, wird er das dann hier in Key reinschreiben und dann blinken wir. Wichtig hierbei, ihr seht schon im Kommentar, das hier ist Blocking. Das heißt also, er würde hier in der Zeile stehen bleiben, solange keine Taste gedrückt wird. Wenn ihr natürlich das nicht wollt, da gibt es auch noch Get Key 16. Das ist Non-Blocking und so könnte man das dann auch machen, dass man nicht wartet. Ich lasse jetzt mal das Blocking drin. Mit dem Read Key 16, denn ja, zum Testen reicht auch das. Also, Programm drauf und Strom an. Dann müsste er wieder viermal blinken, dass er startet. So, Lampe ist an, viermal blinken. Und der Controller übernimmt alles, das heißt die ganze Kalibrierung und so, das macht das Ding automatisch. Das heißt, wenn wir auf die 1 gehen, es blinkt einmal, auf der 3 blinkt es dreimal und auf der 16 blinkt es 16 Mal. Also auch hier das Keypad ist mit Arduino relativ einfach nutzbar. Zumindest sobald man rauskriegt, wo der Jumper hingehört. Ja. Last but not least haben wir das hier und dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, das ist ein bisschen spezieller. Das ist nämlich ein Analog Out, deswegen nur drei Pins. Was wir hier drauf geben, ist ein VCC, ein GND und dann haben wir einen Out-Pin, auf dem eine Spannung rauskommt und die Spannung wird über einen Spannungsteiler generiert. Das heißt, je nachdem, welchen Knopf wir hier drücken, kommt eine andere Spannung raus. Hier hat man es sich einfach gemacht. Auf der Rückseite steht nämlich, was welcher Wert ist, von 0 bis 1023. Klappt natürlich nur, wenn ihr entsprechend ein 10-Bit ADC habt, wie zum Beispiel beim klassischen Arduino. Wenn man mehr ADC hat, muss man das natürlich passend umrechnen. Ich persönlich gehe aber ohnehin bei sowas dann lieber hin und messe das dann einmal aus. Also am Anfang mal hingehen, rohe Werte ausgeben und dann selber durchprobieren. Einfach um zu sehen, dass das auch alles funktioniert. Hier bei dem ist es noch ein bisschen seltsam, weil man immer nur einen quasi drücken kann. Aber man hat natürlich den großen Vorteil, nur ein einziger GPIO wird hier benötigt, um das Ding abzufragen. Aber ihr kennt ja das Spielchen. Gehen wir rüber zum Rechner. Zuletzt also das analoge Keypad. Da haben wir nur VCC, Ground und Out. Das ist überschaubar. Also klemmen wir auch das mal an. Gerade gucken wir rum. So, VCC, Ground, Out. Die kommen dann entsprechend bei eurem Controller an VCC, also 3,3 Volt in meinem Fall, Ground. Und Out muss an einen analogen Pin, das heißt bei den Arduinos A0, A1 und irgendwas aus der Ecke. Ich habe es jetzt hier auf, gute Frage, A1. Hier der STM32 kann das aber auf so ziemlich allen Pins, sollte passen. Beim Code benutzen wir hier in dem Fall mal nicht wirklich eine Library. Da gibt es zwar auch welche, die sind aber relativ kompliziert. Da kann man dann noch irgendwie so Doppelklick und Halten und so weiter abfragen. Für eine simple Abfrage reicht auch ein bisschen simpleres Zeugs. Alles ist gleich. Das Einzige, was wir hier unten machen, wir machen einen Analog Read auf den Pin, wo Out angeschlossen ist. Und in dem Fall gebe ich das jetzt mal roh aus, sodass wir erstmal sehen können, was denn hier los ist. Ich starte das mal so. So, wenn wir jetzt hier mal gucken, wir haben hier die lokale Variable Key, da ist jetzt 0 drin, auch wenn ich den mal ein paar Mal drücke, da ändert sich nichts. Wenn ich jetzt aber hingehe und drücke hier einen von den Tastern, dann sehen wir hier einmal 1022, 1023, also einen Wert. Wenn ich einen anderen drücke, kriegen wir entsprechend hier zum Beispiel Pi mal Daumen, die Hälfte, 451, 472. Und ja, so können wir hier analog Werte bekommen, je nachdem, welche von den Tasten wir hier drücken. Das heißt, der kleinste hier ist zum Beispiel dann 227. Und ich bin jetzt mal hingegangen, hatte das vorher schon mal benutzt und habe mir hier entsprechend die Werte einmal rauskopiert. Das hier sind jetzt die Werte, die rausgekommen sind, als ich da getestet hatte. Was ich dann gemacht habe, wir sehen jetzt ja hier, der Button 1 kam mit 1023, der 2er kam mit 930. Ich habe die Mitte zwischen hier den beiden Pi mal Daumen geholt und habe dann da Abfragen zugebaut. Das sieht dann hier so aus. Wenn also analog größer ist als 977 zum Beispiel, ist es der Button 0 und so weiter. So geht er hier durch bis zum Knopf Nummer 15. Wenn das nicht funktioniert, gibt es Return minus 1, simple If-Abfrage. Und die habe ich jetzt hier unten reingebaut, entsprechend mit dem üblichen Blinken.
Und wenn wir dann einmal rübergehen zu unserem Modul, dann sehen wir hier unsere viermal blinken, so wie das sein soll. Okay, Wackelkontakt halten wir das mal hier so. Und wenn wir dann das mit den Vorzeichen richtig machen, das hatte ich jetzt gerade in der Einblendung noch falsch, dann haben wir hier 0, 1, 2, 3 und so weiter bis hin zur 16 oder 15 ist es ja hier. Ich habe ja bei 0 angefangen zu zählen. Also auch hier das Keypad lässt sich relativ flott einbinden. So, wir haben jetzt also drei Arten von Tastern, drei Arten, wie man sie ansteuern kann. Und am Ende ist es wahrscheinlich einfach nur eine Präferenzfrage, beziehungsweise eine Frage, wie viel GPIO ihr opfern wollt. Klassische Matrix braucht relativ viele GPIOs, 8 Stück in dem Fall, immer noch weniger als 16, wenn man es direkt ansteuern würde. Aber 8 GPIOs ist halt schon eine Hausnummer. Die hier, digital IceQuest Z, 2 Pins eventuell hat man aber ohnehin schon, entsprechende Sensoren, das heißt man hat die Pins ohnehin schon dafür da. Und das hier, ein einziger Pin, allerdings analog, was gegebenenfalls störungsanfälliger sein kann. Was die Button Hardware angeht, naja, ihr müsst euren Einsatzzweck selber kennen. Die hier sind natürlich relativ langlebig üblicherweise, aber laut, zumindest in den meisten Fällen. Eher laut. Sie sind ein bisschen wackelig, sie sind relativ teuer. Kommt natürlich immer auch drauf an, welche Knöpfe man genau verbaut, aber generell kann man sagen, Hardware-Tasten eher laut, eher wackelig, eher nicht ganz so dolle zu bedienen. Folientaster hingegen, quasi geräuschlos, allerdings man fühlt sie eventuell nicht so dolle. Man hat eventuell Probleme mit der Abnutzung. Hier diese Aufkleber, die nutzen sich natürlich gerne dann ab. Und entsprechend dann eventuell nichts für Sachen, wo größere Anforderungen sind, so wo viel, sehr viel getippt wird. Last but not least, die Touch-Dinger, da hat man natürlich gar kein Feedback. Man muss auf jeden Fall drauf gucken, man kann nicht hingehen und fühlen, okay, da ist die Taste. Das geht hier nicht, würde man ja alles drücken. Ebenfalls ein Problem, das übliche Touch-Problem, es funktioniert zum Beispiel mit Arbeitshandschuhen meistens nicht, also nichts, um eine Maschine zu steuern. Dafür keine mechanischen Teile. Dürfte relativ lange halten, wenn man das Ding nicht gerade mit ESD oder sowas tötet. Am Ende müsst ihr selber gucken, was auf euer Projekt am besten passt. Ob ihr lieber was Robustes haben wollt, lieber etwas, was Touch hat, wo man aber eventuell nicht mit Handschuhen drankommt. Da gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen und die könnt ihr nur selber bestimmen. Am Ende haben wir ja gesehen, die Eingabe funktioniert mit allen. Und ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, denn da kommt natürlich noch ein Projekt hinten dran. Da gibt es schon ein paar Verwendungen, aber die sehen wir beim nächsten Mal. Und ich bin mir sicher, auch dann tun sie noch das, was sie sollen.